Wir schauen weiter rein in Bendy and the Ink Machine. Nachdem der erste Teil doch echt relativ Bock gemacht hat, muss ich sagen, schauen wir natürlich nochmal weiter rein, ganz klar. Wo sind wir hier? Wir sind in einen Keller gestürzt und müssen aus diesem Keller jetzt entkommen. Na gut, was machen wir? Unser Ziel ist aktuell, den Tintendruck wiederherzustellen, beziehungsweise das Druckventil zu finden. Und ich vermute mal nicht, dass es das hier ist, aber wir können es drehen. Okay. Dann wird es auch benutzt. Na gut, okay. Wir haben jetzt ein bisschen, ein klein wenig Story hier. Es ist dunkel, kalt und hinter jeder dieser Wände gefangen. Was? Ja, mal. An manchen Orten, ich schwöre es, reicht diese gottvergessene Tinte bis hinauf zu den Knien. Wer auch immer dachte, dass diese popeligen Rohre dieser Art von Belastung standhalten könnten, hat entweder keinen blassen Schimmer von Druck oder er ist ein Idiot. Aber das Schlimmste überhaupt sind die Geräusche, die das System erzeugt. Wie ein sterbender Hund, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Verstehe mich nicht falsch, aber dieser Ort, diese Maschine, zum Teufel, dieses ganze verdammte Ding, es ist einfach nicht natürlich. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich keine weiteren Reparaturarbeiten für Dinge tue. Gut. Okay, Also wir haben jetzt den Boden wieder frei, das ist wunderschön. Das heißt, wir können jetzt einfach mal gucken, was wir hier im Keller alles finden. Danger, keep out. Ja, können wir ja schlecht machen, sonst würden wir jetzt hier stehen bleiben bis zum Ende aller Tage. Von überall rinnt die Tinte. Ach nee, wir haben schon wieder hier. Nee. Jetzt sind wir schon wieder in dieser Tinte drin. Aber wir haben ja ein Ventil. Ja, Gott sei Dank. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass irgendein Ventil dafür sorgt, dass die Tinte nicht abgelassen wird, sondern noch höher steigt. Es ist irgendwie, ja. Watch your step. Ah, danke schön. Danke für den Tipp. Hier sind ganz viele Kerzen. Ich will jetzt nicht irgendwie picky sein, ne? Aber das ganze Ding eben auch noch überflutet und hier sind Spinnennetze. Naja, egal. Okay, so. Jetzt haben wir nämlich hier die Situation, dass wir hier wahrscheinlich gerade kein Ventil haben. Doch, da hinten. Ja, das ist ein bisschen, weiß nicht. Wir kommen irgendwo in Tinte rein und direkt dahinter ist ein Ventil, um die Tinte abzulassen. Ist jetzt auch nicht der Hit. Hallo? Eine Axt könnte nützlich sein. Räume einen neuen Weg frei. Okay. The Creator lied to us. The Creator. Wir sind ja theoretisch... Oh. Wir sind der theoretische Creator, weil wir sind ja der eine der Schreiberlinge. Das heißt, Klein Bendy hat ein Problem mit uns. Das ist aber schade. Ja, der Weg ist frei. Dumm ist nur, wir haben jetzt eine Axt und die Axt wird sicherlich gebraucht. Also ich meine, ist ja nicht grundlos da. Mal alles ab hier. Nicht, dass wir irgendwie irgendwann rennen müssen und dann plötzlich an so einem kleinen Scheiß hängen bleiben. Das wäre dann unangenehm. So, Kerzen leuchten natürlich, ist klar. Wir hatten ja in der ersten Etage oben im Erdgeschoss ja auch nochmal irgendwelche... Ach du Scheiße. Durchgänge mit so Holzverschlag. Da könnten wir vielleicht auch nochmal hin. Wenn wir dann wieder nach oben kommen. Ja, Erdbeben, ist das gut. Ja. Der Rest des Spiels ruckelt jetzt. Ach, guck mal, man sieht sogar ein bisschen die Einkerbungen im Stuhl. Schön. Ja, nee, ist gut, Rollstuhl. Da kommst du gerade wieder ein bisschen klar irgendwie. Aber gut. Kapitel 2, das alte Lied. Was ist passiert? Die Axt ist auf jeden Fall noch da. Sehr schön. Ja, wir sind auf dieses Dings hier gegangen und sind dann ohnmächtig geworden. Weitermachen. Sehen, ob ich einen Weg herausfinden kann. Also eigentlich war ja unser Sinn und Zweck von dem Besuch, finde einen neuen Ausgang. Eine Axt könnte helfen. Ja, die nehmen wir natürlich wieder, ist ja klar. Eigentlich war ja unser initialer Besuchsgrund, dass wir den Chef besucht haben.
Jetzt haben wir einen neuen Grund. Hier kommen wir ja her, ne? Okay, das heißt, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch, ja? Das heißt, wir haben nur einen Ausgang und das ist der hier. Hallo, ist jemand? Aha, ich bin jetzt vorgekommen. Was ist das? Versorgungsschacht 9. War ich da kaputt? He will set us free. Eben haben sie vom Creator gesprochen. Heißt, gucken wir erstmal ein bisschen was. Heißt, Bendy geht davon aus, dass wir erstens als Creator gelogen haben. Aber zweitens, dass wir auch helfen würden. Okay, wir haben noch ein bisschen Story. Er tritt aus dem Schatten hervor, um mich mit seinem süßen Segen zu beschenken. Die Figur aus Tinte erstrahlt in der Dunkelheit. Ich sehe dich, mein Retter. Ich bitte dich, mir zuzuhören. Diese alten Lieder, ich singe sie noch immer, denn ich weiß, dass du kommen wirst, um mich zu retten. Und ich werde in deine letzte liebevolle Umarmung hineingezogen werden. Doch die Liebe erfordert Opfer. Kann ich einen Amen bekommen? Das war also Sammy Lawrence. Wer auch immer Sammy Lawrence ist, das wissen wir nicht. Ah. Okay, haben wir hier noch einen Durchgang? Nee. Aber wir haben hier unten auf dem Boden wieder so ein Dingsy. Das heißt, weiterhin haben wir nur einen Gang, dem wir folgen können. Hier unten sehen wir das erste Mal auch wieder Bendy. Mit Pilzen. Schön. Oh, ich kann es kaputt machen. Das war ein Segen. Ich mache aber alles kaputt, was kaputt machbar ist. Work hard, work happy. Na gut. Wir kommen wieder in Tinte. Es ist sehr viel Tinte. Hallo. Entschuldigen Sie. It's time for bed. Where the hell did he go? Ja, das ist ja seltsam. Was ist denn da jetzt passiert? Das ist ein Automat mit Energie. Das Ding machen wir kaputt. Das ist auf jeden Fall hier so ein bisschen. Da leuchtet auch irgendwas. Ey, verarschen kann ich mich selber. Das ist aber eine schöne Idee. Immer wenn ich weggucke, das ist eine Zeitfrage. Zack, zack. Okay, wenn ich weggucke. Und. Wie oft kann ich das wohl machen? Na ja, gut. Oh Gott, wer bist du? Ich muss Power to this gate somehow. There should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Okay, es geht also um dieses Tor, das wir aufmachen wollen. Leite die Energie zum Tor um. Finde 3 Schalter. Den ersten haben wir doch eben schon gefunden da hinten, oder nicht? Der ist doch hier im Schrank. Klick. Hm. Wir haben doch eben schon so 2 Kästen gefunden, oder nicht? So 2 Stromkästen. Da würde ich einfach mal eben reingehen gerade. Hingehen. Vielleicht kann man die jetzt aufmachen oder so. Hallo. Ist es irgendwie dunkler als vorher? Du kommst auch wieder zurück, wenn ich weggucke, ne? Nee. Doch. Genau, hier ist nämlich so ein Schalter-Dings hier. Genau, man kann die jetzt aufmachen. Sehr gut. Okay. Und hier war der andere, glaube ich. Genau. So, damit haben wir jetzt alle 3 Schalter, glaube ich, betätigt und können wieder zurückgehen. Also würde da nicht irgendwas passieren auf dem Rückweg. Einmal ab durch die Tinte. Das Brett nochmal kaputt machen. Ah, es geht gar nicht kaputt. Doch, es geht kaputt. Den Schalter haben wir gedrückt. Ja, du guckst die ganze Zeit. Wir haben einen Schalter scheinbar noch nicht geklickt. Mal, bin ich irgendwie blöd? Ich glaube, ich bin blöd. Dann renne ich nochmal zurück. Obwohl eben, als wir die 6 Gegenstände gefunden haben, da hat er auch beim letzten Gegenstand gesagt, hey, ich habe jetzt alle, wir können jetzt zurückgehen. Das kam diesmal tatsächlich ja nicht.
Der ist auf jeden Fall gedrückt. Ach, der ist nicht gedrückt. Oh, und schon kommt eine Meldung. Ja, gut, okay, ich bin dumm. Öffne das Tor. Ja, das machen wir. Und jetzt darf hier bestimmt wieder irgendwas passieren auf dem Rückweg. Ich habe keine Lust. Okay, der Schalter ist immer noch an. Und ab geht's mit dem Schalter. Ja, öffne doch noch langsamer vielleicht. Oh, kann es sein, dass wir jetzt da sind? Nee. Oh, ich höre Geräusche. Hallo? Da war doch etwas, oder nicht? War da jemand? Ja, es ist ziemlich dunkel, das stimmt. Aber es ist nicht dunkler als da. Also das hätte dir eben schon auffallen können. Na gut, wir hören mal, was Sammy zu sagen hat. Zuallererst installiert Joey diese Tintenmaschine über unseren Köpfen. Dann beginnt sie auszulaufen. Dreimal im letzten Monat konnten wir nicht einmal unsere Abteilung verlassen, weil die Tinte das Treppenhaus überschwemmt hatte. Joeys Lösung, eine Tintenpumpe, um sie regelmäßig zu entleeren. Jetzt habe ich diesen hässlichen Pumpenschalter direkt in meinem Büro. Menschen kommen und gehen den ganzen Tag lang. Vielen Dank, Joey. Genau das, was ich gebraucht habe. Noch mehr Ablenkungen. Diese dummen Cartoon-Songs schreiben sich nicht von alleine, weißt du? Okay, also, wir haben jetzt diese komische Tintenmaschine, die scheinbar die ganze Zeit ausläuft. Und dafür haben wir nicht die Tintenmaschine repariert, sondern wir haben eine Pumpe installiert. Beziehungsweise Joey, unser Chef, hat das Ganze gemacht. Okay, okay, okay. Hier ist wieder eine Tür, die wir theoretisch aufmachen können. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier diese Noten uns angucken und auch den Text von eben und auch hier diese Notenblätter, dass wir jetzt in dem Part sind von demjenigen, der die Musik in den Cartoons macht. Kann das sein, dass jedes Level so einen Mitarbeiter darstellt? Music Department, hier steht es sogar. Oh mein Gott. Ja, gut. Okay, gut. Ja. Treppe. Ja, sehe ich. Deswegen gehe ich erstmal hier oben lang. Das ist auch eine Treppe. Du bist zu, okay. Das mache ich kaputt, natürlich. Es ist immer noch sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, die Helligkeit ist ausreichend. Dass du überhaupt irgendwas siehst. Was haben wir jetzt hier? Das scheint dann irgendwie eine Art von Vertonungsbüro zu sein, ne? Synchronisierung, Gesangsoffice. Jeden Tag passiert die gleiche merkwürdige Sache. Ich bin in meiner Kabine, die Band beginnt zu proben und plötzlich kommt Sammy Lawrence herein und beendet das Ganze. Weist uns alle an, in der Halle zu warten. Dann höre ich ihn. Er startet meinen Projektor und rast von der Projektorkabine nach unten zum Aufnahmestudio, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Ein paar Sekunden später schaltet sich der Projektor aus, aber Sammy kommt eine Zeit lang nicht heraus. Dieser Mann ist seltsam, verrückt und seltsam. Auf der einen Seite habe ich große Lust dazu, mit Herrn Drew über all das zu reden. Auf der anderen Seite aber muss ich zugeben, dass Herr Drew seine eigenen Besonderheiten aufweist. So, übrigens ist Norman Polk, also nicht mehr der Herr Lawrence. Das heißt, wir haben scheinbar jetzt einen Tipp bekommen. Ja, jetzt hört auf zu reden. Ist doch gut jetzt. Wir haben also jetzt die Aufgabe, im Prinzip dieses Ding hier anzumachen und dann runterzurennen wahrscheinlich, um den anderen Projektor anzumachen oder irgendwas. Weil ich kann den hier wieder nicht, ich kann es hier nicht bedienen. Das heißt, entweder ist es jetzt immer an oder es ist eine Art von Zeitschaltung. Das heißt, ich renne dann runter. Hier logischerweise nicht lang. Ah, Treppe. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Okay. Finde die Pumpensteuerung. Na ja, gut, okay. Wow, chill. Wer bist du denn? Du bist ja hässlich. Ihr seid alle irgendwie... Oh, nee, nee. Wir werden also wirklich akut angegriffen. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist so plump. Aua. Oh, Musik. Musik. Ah, die Tür ist offen hier, okay. Und hier steht das Aufnahme drin, das war immer noch nicht.
Oh, diese Tür habe ich eben, glaube ich, eigentlich gar nicht ausprobiert, oder? Kann das sein? Also das Tor ist jetzt offen da vorne und diese Tür ist jetzt offen. Wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Aha, 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 hallo. So, das heißt, hier runter ist der Typ gerannt, nachdem er oben den Projektor angemacht hat. Aber was ist dann zu tun? Okay, ich kann hier ein Instrument spielen. Habe ich noch ein Instrument? Da hinten ist noch eins. Und hier. Und da ist noch eine Gitarre. Ne, eine Geige. Also wir haben vier Instrumente. Scharf zu stellen ist schwierig. The Lighter Side of Hell. Muss ich jetzt irgendeine Tonfolge spielen oder was? Okay. Ja, die Musik ist jetzt vorbei. Also, dann... Hier ist noch ein Klavier. Okay. Gut, dann hören wir mal. Susie, ich mag zwar erst meinen zweiten Monat für Joey arbeiten, aber ich denke, ich kann jetzt schon sagen, dass ich es hier liebe zu sein. Die Leute scheinen meine Alice Angel-Stimme wirklich zu mögen. Sammy sagt, dass sie eines Tages genauso berühmt wie Bendys Stimme sein könnte. In den letzten paar Wochen habe ich alles vertont, von sprechenden Stühlen bis hin zu tanzenden Hühnern. Aber das ist der erste Charakter, mit dem ich mich wirklich verbunden fühle, als ob ich sie ein Teil, als ob sie ein Teil von mir wäre. Alice und ich gehen gemeinsame Wege wahrscheinlich, ne? Okay, diese Tür sollen wir also aufmachen. Hier ist diese Einsprech-Gesangs-Irgendwas-Kabine. Ja, also meine Vermutung ist, dass wir... Ach, hier oben ist der Projektor, ne? Das ist der Raum, in dem wir eben waren. Genau, da oben waren wir gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass wir diese Instrumente dann spielen müssen. Okay, wir gehen nochmal hoch. Beziehungsweise, wir haben ja noch diesen... Hey, ihr seid irgendwie nicht so nett. Wir haben ja noch diesen Flur hier. So, das ist jetzt so der Punkt, wo es für mich dann wieder undurchsichtig wird. Beziehungsweise... Wow. Nö, lass mal. Infirmary, da gehen wir noch nicht hin. Ah, es sind doch zu viele Bäume. Bäume. Wow, krass. Heute reden wir einfach eine andere Sprache. Das sind zu viele Räume schon für mich jetzt langsam. Okay. Ja, jawohl. Ja, das ist definitiv das Musikdepartement. Guck mal, Sammy Lawrence ist der Direktor der Musikabteilung. Ja, das wussten wir, glaube ich, halbwegs schon. Was ist das hier? Wieder Stechuhr? Punching in. Punching in. Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. It's time to believe. Okay, also wir müssen da vorne an diesen Schalter, müssen aber vorher dieses Leck kaputt machen, reparieren. Neulich holte ich mein Kehrblech aus dem Flurschrank und rate mal was, ich kann meine verdammten Schlüssel nicht mehr finden. Es ist, als ob sie sich in Luft aufgelöst hätten oder so. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie in eine der Mülltonnen gefallen sind, als ich letzte Woche meine Runden gedreht habe. Ich hoffe nur, dass niemand es Sammy erzählen wird, denn wenn er herausfindet, dass ich meine Schlüssel schon wieder verloren habe, bin ich hier raus. Also, wir haben einen Schlüssel in irgendeiner Mülltonne. Schrank. Schrank ist zu. Und deswegen brauchen wir Schlüssel aus Mülltonne für Schrank. Okay, okay, okay. Hier ist nochmal ein Instrument. Und was zu essen? Eine Charakterstudie. Also eine Impression, Emotion. Man sieht übrigens, ne, also Bendy hat unglaublich viele Emotionen, sieht aber immer gleich aus. Schön. Bild. Mit Licht oben drüber. Ja, Krankenstation, hier waren wir ja schon. Okay, also wir haben jetzt hier so ein... Was ist das? Ja. Das ist eine Orgel. Wir haben hier eine Orgel, wir haben diverse Instrumente, die hier rumstehen. Dann haben wir das Thema hier mit den mit dem Schlüssel. Und da oben den Projektor. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Wir machen mal den Projektor wieder an und gehen wieder hier runter.
Solange wir hier nicht wieder verkloppt werden. Was denn hier? War ich hier schon mal? Achso, hier komme ich her. Na gut. Genau, und da kommen wir nicht durch. Okay, das heißt, wir haben den Schlüssel. Ist ja vielleicht in diesem Müllton hinten? Ah, guck mal da. Wir haben den Schlüssel gefunden. Hey, wow, nice. Delicious. Hier ist wieder so ein Tor, das wir aufmachen können. Wir können die Kugeln hin und her schieben. Werden die denn auch ins Loch geschoben? Scheint egal zu sein. Diverse Notenständer. Na gut. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Schlüssel. Das heißt, wir können da unten auch wieder was machen. Aber vorher renne ich jetzt hier nochmal hoch. Guck mal, jetzt sieht man hier auch was. Ah. Und jetzt renne ich einfach runter. Dip, 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 dip. Das war auch eher so ein weiter Weg, ne? Hier wollte ich gar nicht hin. Ich habe mich verlaufen. Aber gut, jetzt können wir das hier wenigstens aufmachen. Wir essen was. Und hören wir dazu. Jeder künstliche Mensch braucht einen Zufluchtsort. Der künstlerische. Joy Drew hatte seinen und ich habe meinen. Und ihn vertreten. Oh, boah, alter Vater, um ihn betreten zu können, musst du nur mein Lieblingslied kennen. Die Trommel. Die Trommel, das Banjo, das Klavier. Trommel, Trommel, Banjo, Klavier. Ja, sehr gut. Hier war das Ganze überschwemmt, genau. Also Trommel, Trommel, Banjo, Klavier. Was machen wir? Ja, wahrscheinlich muss der Projektor an sein, ne? Ich kann ja aus Spaß aber mal trotzdem hier die Dinger mal. Betätigen. Ja? Ja, ich denke mal, der Projektor muss laufen währenddessen. Dafür muss ich mir langsam mal den Weg merken, ey. Das ist auch nicht so kompliziert. Einfach hier rechts rum die ganze Zeit nur. Na gut. Dann mal los. Trommel, Trommel, Banjo, Klavier. Da, da, da. Und noch das Klavier. Tatsache, hat geholfen. Ah, schon wieder eine Tür offen. Hier haben wir noch weitere Instrumente. Guck mal hier. Fluss. Sing a happy song, whistle a merry tune, wait for his arrival, he's coming very soon. Na gut. Ja, dann machen wir jetzt mal den Fluss aus. Ah, es gibt ein zweites Ventil. Okay, es gibt ein zweites Ventil. Da wüsste ich jetzt aber gar nicht mehr, wohin wir da sollen. Hallo, ne? Oh, chill, chill, chill. So, hinten sind nämlich auch welche? Nein. Nur vor mir, okay. Ist ja mal gut zu wissen, ob du hinter dir auch noch welche hast. Kommen nochmal welche, das sind wir noch nicht durch. Die kleinen Tinte-Monsterchen. So, sind wir jetzt durch? Nee. Ich hau immer zu früh und dann treffe ich die nicht. Jetzt ist die Tür schon wieder offen, oder? Ja. Okay, wir haben noch ein zweites Ventil. Wo könnte das sein? Wo könnte das zweite Ventil sein? Wir haben den Schlüssel benutzt. Hatten wir hier noch irgendwas? Na, hier gehen auf jeden Fall Rohre lang, ne? Hülü.
Oder kann ich hier jetzt rein? Ich kann hier jetzt rein. Dann ist wahrscheinlich das zweite da unten, ne? Ja, ja, nee, ist gut. Wow. Da ist auf jeden Fall irgendwas wieder mit Strom. Und da geht's noch weiter runter und da sind überall Rohre. Ja, klingt doch erstmal vertraut. Oh, nein, no valve. Where did it go? Where did it go? Ich habe irgendwas aktiviert oder so. Was habe ich gemacht? Habe ich das Tor hier zugemacht? Wahrscheinlich, ne? Down here we're all sinners. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind überhaupt nicht alle Sünder. Ach du Scheiße, vielleicht doch. Wer ist er denn? Er hat einen Hut auf? Oh mein Gott. Wie schön. Das hier scheint irgendwie die Pumpe zu sein, von der die gesprochen haben. Ne? Die Pumpe, die alles absaugt. Na? Das Ding hat den Hut auf. The sheep will come to slaughter. Ja, da habe ich ja richtig Bock. Ich wette, dass ich gleich auf dem Rückweg rennen muss. Und dass das Licht ausgeht oder irgendeine Welle kommt oder irgendwie sowas. Ach komm. Hallo. Ich liebe die Stille, doch in diesen geschäftigen Zeiten ist es schwer, sie zu finden. Und ja, sicherlich kann es hier unten zum Himmel stinken, aber es ist genau das Richtige für einen alten Komponisten wie mich. Sammys Lieder hatten immer einen gewissen Schwung, aber wenn ich nicht von Zeit zu Zeit etwas anderes täte, naja, würde mir keine passenden Liedtexte mehr einfallen. Also werde ich meine Gedanken immer frei für Dinge. Ja, gut. Da könnten die ein bisschen mehr Zeit geben, finde ich. So, wo ist... Hi. Tada, wieder da? Nee. Auch nicht. Okay, du bleibst weg. So, da ist der Boy mit dem Hut. Und ich habe hier zwei Schalter. Der blinkt nicht. Dann drücken wir doch den, der blinkt. Dann geht irgendwas nach oben. Da geht eine Kiste nach oben. Aber warum die Kiste nach oben geht, wissen wir nicht, ne? Und vor allem, wo sie hingeht. Hey, na? Hey, das war gemein. Liegt hier irgendwas rum, was ich brauchen könnte? Nee. Ja, auch nicht. Okay, dann gehe ich einfach weiter rum. Achso, ich glaube, ich muss den da hinführen. Kann das sein? Ja. Okay, ich führe den da hin und dann mache ich das Ding runter. So, das heißt, ich warte, bis das Ding nach oben fährt. Und versuche ihn jetzt dorthin zu locken. Ja, zum Beispiel so. Das macht dann mal Klick. Und er steht einfach nur davor. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Gut, dann führen wir das Ding jetzt wieder nach oben. Führen ihn schon mal zu einer anderen Ecke. So, Kleiner. Erdrück dich. Guck, jetzt steht er aber wirklich in der Mitte hinten, oder? So. Du bist jetzt kaputt. Sorry, I had to do that. Nice hat, though. Ja, der Hut war schön. Der Hut war ziemlich cool. So, ich renne jetzt einfach aus Prinzip. Guck mal, ich hoch. Hallo? Da, 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 da. Da hat sich auch nichts verändert. Okay, wir haben einer. Wir haben jetzt unsere Drehdingsi. Ist das nochmal? Oh ne, die greifen bestimmt nicht wieder an. Okay, damit hätten wir jetzt das abgedreht. Ja. Kehre zu Sammys Büro zurück. Werden wir jetzt wieder angegriffen? Nee. Werden wir nicht, aber es flickert hier irgendwie so doof. Ja, wo war das Büro nochmal? Orientierung einfach nicht vorhanden. Ah, hier war das, okay. Nee.
So, den können wir also jetzt auch kaputt machen. Neulich holte ich mein Kerblich aus dem... Ach, das haben wir schon gesehen. Das kennen wir schon. Okay. Ja, dann Pumpensteuerung. Nimm die Treppe. Ja, wir nehmen die Treppe. Das ist gar kein Problem. Aber trotzdem laufe ich gerne noch so ein bisschen hier durch die Gegend. So, da war die Aufnahme, da haben wir definitiv keine Treppe. Aua! Ich habe was auf den Kopf bekommen, das ist aber nicht nett. Oh, hi! It's time for bed. Okay. There we go now, nice and tight. We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? Oh, Sammy, du bist, we wouldn't. Du hast ein Problem, glaube ich. I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. Du hast viele Probleme, glaube ich. Kann das sein? About to do seem cruel. Ja. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Ja, er wird dich bemerken. Wait. You look familiar to me. Ja, ich habe hier mal gearbeitet. Wir waren mal Kollegen, ne? Ja, ja. Now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark abyss I call a body. Was haben wir eine sehr gute Färbung, muss ich sagen. Listen, I can hear him crawling above. Crawling. Let us begin. The ritual. Das Ritual muss vollendet werden. Nee, ich würde da gerne, aber einfach. Nee. Naja, wird dann definitiv, ist gar kein Problem. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben jetzt ein Problem, oder? Hallo? Geh nicht zurück, es ist Schlafenszeit. Time for bed. Ja. Wer kommt da jetzt genau? Der wird ja wohl nicht so ein Pappaufsteller kommen, oder? Tja. Wenn der Prophet selber zum Problem wird, ne? Komm, wenn die benutzte die Axt. Welche Axt? Die Axt. So, und raus hier. La 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 la, hallo. Los, los, mach doch das alles da. Ich lass mir Zeit, ne? Das ist gar kein Problem. Das war jetzt das Entkommen? Nee. Das war das Entkommen? Das war jetzt aber seltsam wenig glamourös. Ich habe auch keine Axt mehr. Hi! Buch? Ja, tschüss. Ich bin raus, ne? Mach du dein Ding hier, ist gar kein Problem. Ich will dich auch gar nicht stören. Aber ich bin dann hier raus. Oh. Er hat mich getroffen. Bendy war schneller als ich. Achso, ich kann jetzt hier kriechen, okay. Ich dachte, das wäre eine Cutscene. Immer schön Richtung Licht kriechen. Hi! Exit. Ja, aber Exit ist zu. Wo soll ich denn jetzt lang? Hier lang? Ich sehe es nicht. Jetzt muss ich die ganze Zeit wieder rauskriechen. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh, jetzt wird's träge. Jetzt wird's richtig träge. Also da soll ich schon mal nicht lang. Ja gut, ich hab's verstanden. Mach doch einfach einen Ladevorgang und nicht dieses dumme Gekrieche jetzt hier. Aber gut.
Ja, dann mal los, ne? Scheinbar sollen wir hier lang. Und dann hier nach rechts. Dann hier nach links. Wieder links. Ja, und jetzt? Was, oh, was soll das denn jetzt? Also, solange man nicht weiß, wohin es gehen soll, weißt du? Ist es halt so. Da ist eine Tür. Nehmen wir die doch mal. Ja, das war schon einmal die richtige Richtung. Hallo? Also, wir hatten unseren ersten Kontakt mit Bendy und sind scheinbar auch entkommen. Oh, hi! Hallo? Ist da jemand? Ich weiß, dass du hier drin bist. Komm raus und zeig dich. Come out and show yourself. Es ist Psycho-Goofy. Aber das ist doch jetzt nicht irgendein... Oder es ist Boris, natürlich. Aber das ist jetzt nicht irgendein Kollege oder sowas, ne? Sondern das sind tatsächlich die Figuren, die da lebendig werden. Heißt, wir haben eine weitere Figur, die lebendig geworden ist. Okay. Kapitel 3, Aufstieg und Fall. Aber Kapitel 3... wollen wir in diesem Video nicht mehr behandeln. Guck mal, da ist Boris, der Wolf. Scheint also der Wolf zu sein. Okay. Verlasse den geheimen Unterschlupf von Boris. Aber das soll, wie gesagt, hier nicht mehr Part von diesem Video sein. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wenn du einen Tipp hast, wie man Dinge hier tun kann, dann lass die gerne in den Kommentaren da. Ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.